E-Government-Gesetz Reloaded. Das E-Government-Gesetz ist in letzter Zeit öfters novelliert worden. Das zeigt mir als Legist auch ein bisschen, dass das Thema sehr aktuell ist, dass man hier sehr viel tun möchte. Das freut mich natürlich. Das, was wir Ihnen hier präsentieren, ist geplant. Das ist noch nicht geltende Rechtslage, aber wir sind sehr, sehr weit. Das Begutachtungsverfahren ist abgeschlossen und der Rest obliegt quasi nur mehr dem Parlament, hier das zu Ende zu führen. Gleich vorweg einmal, im Grunde die Basis bleibt gleich, also die Bürgerkarte mit dem qualifizierten Zertifikat und der qualifizierten Signatur, damit Sie auch rechtsgültig unterschreiben können, bleibt vorhanden. Es bleibt auch das Identifizierungselement Stammzahl und bereichsspezifisches Personenkennzeichen gleich, da ändert sich nichts. Für Sie als Behörden werden Sie wahrscheinlich sehr wenig merken. Es wird vielleicht eine neue MOA-Version geben, aber ansonsten brauchen Sie in Ihren Datenanwendungen nichts tun. Das vielleicht gleich vorweg zur Beruhigung für Sie. Was wird aber auf jeden Fall umgesetzt? Nun, wir haben die Anforderung aus der eIDAS-Verordnung heraus, dass ja die elektronischen Identifizierungssysteme der Mitgliedstaaten untereinander gegenseitig anzuerkennen sind. Das heißt, nach Möglichkeit soll die österreichische Bürgerkarte, in Zukunft dann eID, irgendwo im Ausland auch akzeptiert werden in der Europäischen Union, und umgekehrt können dann incoming EIDs aus anderen Mitgliedstaaten in Österreich akzeptiert werden, beziehungsweise müssen akzeptiert werden. Und hier müssen wir die Voraussetzungen rechtlicher Natur auch schaffen, dass hier diese gegenseitige Anerkennung funktioniert. Sowohl das Outgoing als auch dann das Ingoing. Das bedeutet im Detail, man braucht jetzt im Vergleich zu jetzt eine sogenannte prüfbare Personenbindung, die von einer zentralen Stelle signiert wird, damit die EID, also das Personenbindungselement der Bürgerkarte, überall in der Europäischen Union auch von jedermann geprüft werden kann. Das ist heute nicht der Fall, weil ja das BPK bei der MOA-Anwendung selbst, bei der Datenanwendung der Behörde selbst errechnet wird und daher es keine Prüfinstanz darüber gibt, die mir diesen Berechnungsvorgang bestätigt. Wenn das an einer zentralen Stelle passiert, und das wird die Stammzahlenregisterbehörde rein rechtlich dann tun, dort signiert wird, dann habe ich ein signiertes Element, das von überall geprüft werden kann. Ein zweites Element, wenn hier EIDs nach Österreich kommen, also der Incoming-Weg, dann müssen diese Personenidentifizierungsdaten in Österreich irgendwie verarbeitet werden, und hier ist es notwendig, hier diese Daten auch entsprechend ins Ergänzungsregister einzutragen, damit BPKs berechnet werden können. Es werden Begrifflichkeiten auch anders werden. Es wird also aus der Bürgerkarte nun der elektronische Identitätsnachweis EID. Das ist ja wirklich nur rein begrifflich. Wie gesagt, die Basis bleibt einmal rein technisch gesehen erhalten. Aber das war uns natürlich in Zeiten wie diesen zu wenig, und vom BMI kamen sehr viele Ideen, hier das System auch weiterzuentwickeln, die wir auch sehr gerne mit großem Interesse aufgenommen haben. Es wird also wirklich hier eine Weiterentwicklung vorgenommen, in dem Sinn, dass einerseits der Ausstellungsprozess der EID qualitativ angehoben wird, nämlich zu einem persönlich behördlichen Prozess der Ausstellung. Es wird also nicht mehr möglich sein, bei jedermann, bei allen möglichen Registration Officer, derer viele Tausende es in Österreich gibt, Bürgerkarten, Handysignaturen zu aktivieren, sondern es wird, das wird der Kollege Popolare dann im Detail erläutern, wirklich dort gemacht, wo die Leute sich mit Ausweisen auch auskennen. Und es werden weitere Funktionen in die EID eingefügt. Es werden also sogar weitere Merkmale transportiert werden können. Auch dazu mehr vom Kollegen Popolare. Wir haben in dieser kurzen Zeit kaum die Möglichkeit, wirklich hier in die Tiefe zu gehen. Deswegen möchte ich auch die zuletzt dargestellten zwei wesentlichen Punkte noch kurz ansprechen und auf die näher eingehen. Es gibt eine Fülle an Fragestellungen, und es ist nicht nur so, dass vom BMI hier viel Input kam, sondern es war wirklich ein gemeinsamer Prozess
Und ich kann mich an der Stelle auch nur bedanken beim Bundeskanzleramt, dass man sich auf diesen Prozess eingelassen hat. Es waren aber auch die Länder involviert, es waren andere Ressorts involviert. Also das wurde nicht zwischen uns ausgemacht. Vielleicht auch, warum das BMI. Zum einen, wir sind natürlich seit das E-Government-Gesetz eingeführt wurde, wenn man so will, das Backbone für die E-Government-Architektur, zumindest wenn es um natürliche Personen geht, mit dem zentralen Melderegister, mit dem Ergänzungsregister natürliche Personen. Und andererseits, aufgrund Digitalisierung und all den Themen, die Sie hinlänglich kennen, die auch heute hier schon mehrfach besprochen wurden, war auch durchaus die Fragestellung aus Sicht des BMI als Sicherheitsministeriums, welche Aspekte sollten wir im Zusammenhang mit einem digitalen Identitätsmanagement beleuchten, beziehungsweise sind aus dieser Auseinandersetzung bei uns intern entsprechende Überlegungen herausgekommen, die wir dann eben in diesen Prozess gemeinsam mit dem BK eingebracht haben und zu diesem Entwurf geführt haben. Jetzt aber zum Registrierungsprozess, das wurde schon angesprochen. Bisher erfolgt die Registrierung der Bürgerkarte, Handysignatur durch sogenannte Registration Officer. Das können auch private sein. Hinkünftig wird das umgestellt auf einen hoheitlichen Prozess, auch durch die stärkere Betonung des Identitätsnachweises, der ein staatlicher ist, weshalb aus unserer Sicht es gezwungenermaßen Zeichen der Zeit war, hier das in eine rein hoheitliche Registrierung zurückzuführen. In der Praxis wird es so ausschauen, dass in Zukunft die Passbehörden die Registrierungsstellen für Österreicherinnen und Österreicher sein werden. Warum die Passbehörden? Wir haben entsprechende Durchlaufzahlen. Wir haben sehr hohe Durchdringung mit Reisepässen. Österreich kommt im Verlauf von 10 Jahren dort einmal vorbei und wird im Zuge dieser Passausstellung natürlich entsprechend auf seine Identität hin überprüft. Das soll auch der Anknüpfungspunkt und Ausgangspunkt sein, ein EID mit auszustellen. Sie lesen hier auf der Folie von Amts wegen. Das heißt, tatsächlich mit dem Pass bekomme ich den elektronischen Identitätsnachweis dazu. Keine Sorge, es wird niemand gezwungen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das zu verweigern, aber an und für sich wollen wir den Ansatz ändern von freiwillig und man muss sich wohin wenden und aktiv werden zu wir servicieren von Behördenseite aktiv. Wir haben uns natürlich auch die Möglichkeit offen gelassen, dass wir weitere Behörden als Registrierungsbehörden einrichten. Das wird dann eben auch Gegenstand von Gesprächen sein, wer das machen kann, will und dazu auch in der Lage ist. Davon wird es abhängen. Wesentlich ist vielleicht auch, hier nur zur ergänzenden Information und der Vollständigkeit halber, Passbehörden sind nur für Österreicherinnen und Österreicher zuständig. Fremde haben sich in Zukunft an die Landespolizeidirektionen zu wenden und können ihr die unter bestimmten Umständen dort registrieren lassen. Im Vordergrund stand im Wesentlichen den Registrierungsprozess zum einen in Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach zu gestalten, auf der anderen Seite auch für die Behörden hier nicht unbotmäßig Zusatzbelastung zu erzeugen. Deswegen ist ein mehrstufiger Registrierungsprozess angedacht, mit der Möglichkeit, sich vorzuregistrieren, bestimmte Informationen zur Person bereits vorab einzugeben und zu erfassen, die dann an die Behörde übermittelt werden. Die Aktivierung soll grundsätzlich dieses EID direkt bei der Behörde noch erfolgen. Es wird aber auch geprüft, eine Möglichkeit vorzusehen, dass die Aktivierung im Nachhinein durch die Person selbst vorgenommen werden kann. Wesentlich auch in Änderung zu heute, wenn Sie schon in der Situation waren, dass die Gültigkeit Ihres qualifizierten Zertifikats bei Bürgerkarte, Handysignatur kurz vor Ablauf war, waren Sie in der Situation, dass Sie das selbst verlängern konnten. Das wird an und für sich auch bei Österreicherinnen und Österreichern so in Zukunft möglich sein. Bei Fremden gibt es allerdings die Überlegung, dass diese nach Ablauf des Zertifikats erneut eine Registrierung durchlaufen müssen. Hintergrund dabei ist, wir haben die Möglichkeit oder zumindest die Sicherheit bei unseren eigenen Bürgerinnen und Bürgern, dass wir über alle Personenstandsfälle Informationen haben und mitbekommen. Das heißt, jede Namensänderung, Personenstandsänderung, Eheschließung etc.
wird natürlich bei den Standes, bei den Personenstandsbehörden entsprechend aufgezeichnet, womit wir auch immer die aktuellen Identitätsdaten unter Anführungszeichen verfügbar haben. Bei Fremden ist das nicht zwangsweise so, außer sie haben die Personenstandsänderung in Österreich vorgenommen. Wollte eigentlich gar nicht so tief reinsteigen. Selbstservice-Gedanke ist ganz wesentlich, der auch die gesamten Überlegungen durchzieht, so wie das auch den Registrierungsprozess schon angesprochen wurde. Auch hier soll mehr an Möglichkeiten der Verwaltung des EID in Zukunft durch den Bürger, durch die Bürgerin selbst machbar und möglich sein. Wesentlich ist auch, dass natürlich eine möglichst einfache Migration der bestehenden Nutzer, das sind doch nicht wenige, wir sprechen so knapp von 1 Million mittlerweile, in das neue System überführt werden können. Der zweite ganz wesentliche Aspekt, der auch schon angesprochen wurde, der sich zum Teil auch aufgrund der EIDAS-Verordnung als EU-Vorgabe für uns ergibt, ist die Online-Personenbindung. Was versteckt sich oder verbirgt sich dahinter? Derzeit Personenbindung statisch, das heißt, wird im Wesentlichen bei der Registrierung auf der Bürgerkarte aufgebracht bzw. für die Handysignatur entsprechend hinterlegt. Mit den Personendaten, wie sie zum Zeitpunkt der Registrierung aktuell waren. In Zukunft wird die Personenbindung bei jeder Transaktion gebildet mit den zu diesem Zeitpunkt aktuell vorliegenden Informationen zum Betroffenen und von der Stammzahlenregisterbehörde entsprechend signiert bzw. besiegelt. Es geht noch weiter, die Personenbindung wird so wie bisher nicht statisch, sondern variabel sein, und zwar je nach Anlassfall. Bei einem Einsatz im öffentlichen Bereich, so wie bisher, BBK, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, wir bezeichnen das im Gesetz als Mindestdatensatz, plus allfällige weitere Merkmale. Wenn Sie Ihr EID im privaten Bereich einsetzen, in Zukunft die Möglichkeit, abgesehen vom eindeutigen Identifier für diese eine Stelle, jedes Merkmal im Wesentlichen, auch die Merkmale des Mindestdatensatzes, optional. Und für Auslandstransaktionen, sprich Sie steigen im Ausland über den EIDAS-Proxy ein, da müssen wir aufgrund der EIDAS-Verordnung auf jeden Fall auch den Mindestdatensatz mitliefern. Auch hier weitere Merkmale optional. Zu den Merkmalen komme ich zugleich. Was verbirgt sich dahinter? Die Idee war, wir verfügen über eine Fülle an Informationen seitens der Verwaltung zu einzelnen Personen. Nicht, weil wir gerne Daten sammeln, sondern weil es entsprechende Gesetzesgrundlagen gibt, die vorsehen, dass in bestimmten Bereichen eben Informationen geprüft vorliegen müssen. Ob das jetzt von Personenstandsdaten beginnt, Meldewesen etc., es findet da sicher jeder genug Anwendungsbereiche. Wir wollen mit dem System dahin kommen, dass wir diese Informationen, die wir in Anwendungen, in behördlichen Anwendungen, in Registern verfügbar haben, diese als Merkmale in die Personenbindung in Zukunft einfügen lassen können. Das Ganze natürlich nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten, sprich es wird keine Behörde gezwungen, ihre Anwendung dort anzubinden oder zur Verfügung zu stellen. Da liegt es vor allem an uns, entsprechend Vorreiterrolle einzunehmen mit den Anwendungen und Registern, die wir im BMI verfügbar haben. Sie haben beim ersten Punkt ohnehin die drei Wesentlichen angeführt, aber es kommen auch so Dinge dazu wie ein Vereinsregister, ein Waffenregister etc. Und ist natürlich denkbar auch in anderen Verwaltungsbereichen, wenn ich jetzt Richtung Infrastrukturministerium denke, mit Führerscheindaten etc. Ganz wichtig ist, diese Einbettung von zusätzlichen Merkmalen, von Nachweisinformationen aus behördlichen Anwendungen erfolgt ausschließlich mit Zustimmung des Betroffenen. Das heißt, ich habe das selbst in der Hand, ob ich diese Information an die Stelle, mit der ich gerade interagiere, weitergeben will.
Jetzt auch die Auflösung für den privaten Bereich. Hier wurde angeführt, dass jedes Merkmal im Wesentlichen optional ist. Es ist nicht bei jeder Transaktion immer notwendig, die kompletten Identitätsdaten zur Verfügung zu stellen oder mitzuübermitteln. Es soll auch möglich sein, nur eingeschränkt oder auf ein bestimmtes Merkmal reduziert, Informationen einem Dritten gegenüber nachzuweisen. Hier steht eben zum Beispiel der Altersnachweis als Beispiel auf der Folie. Was passiert, wenn jetzt ein EID aus dem Ausland nach Österreich kommt? Nun, grundsätzlich haben die Behörden, die auch Bürgerkarte, Handysignatur in ihren Applikationen verwenden, die ausländische EID anzuerkennen im privaten Bereich, nur wenn der Betreiber dies möchte. Das ist auch durchaus ein Mittel in der Privatwirtschaft eingesetzt werden kann. Und das Ganze wird sozusagen umgemünzt in unser System, in dem die Daten gleich ins Ergänzungsregister für natürliche Personen eingetragen werden, wenn sie nicht schon im RNB oder ZMR sind, und somit stellt sich diese EID dann da wie eine innerstaatliche, Sie merken quasi als Datenanwendungsbetreiber nichts davon, es kommt trotzdem die BPK daher und die Personendaten. Ja, ganz kurz noch in Krafttretensbestimmungen und Anwendungsbeginn werden auseinanderfallen, also das Ganze ist noch nicht in Kraft. Warum wird das auseinanderfallen? Weil man ab Inkrafttreten zuerst einmal einen Pilotbetrieb durchführen wird, um hier daraus auch zu lernen und zu schauen, wie das im Echtsystem sein wird, und dann, wenn dann der Anwendungsbeginn durch Verordnung festgelegt wird, dann wird hier die bestehenden Bürgerkarten noch weiter so lange gültig sein, bis das qualifizierte Zertifikat ausläuft, und dann wird es einen vereinfachten Prozess für den Umstieg geben. Also wir wollen nicht, dass die bestehenden 800.000 Bürgerkarten verloren gehen, sondern möglichst einfach übergeführt werden. Danke, Bernhard. Ich fasse zusammen, wir haben so quasi als Blitzlichter zum Mitnehmen noch kurz die Zielsetzungen zusammengefasst. Klar, EU-Konformität herstellen und unser System notifizieren, um im EU-Reigen auch mitzuspielen. Stärkere Einbindung der Wirtschaft und auch mehr potenzielle Nutzerinnen und Nutzer in das System bringen. Das klingt jetzt ein sehr plakativ hier, digitale Sicherheitspartnerschaft, was steckt da dahinter? Wir wollen zum einen, oder das ist so ein Leitgedanke auch, der uns immer begleitet hat, wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern in gewisser Weise die Hoheit über ihre Daten zu rückgeben, so wie wir nicht nachfragen, wenn wir einen Personalausweis ausstellen oder der Person verpflichtend vorgeben, wem gegenüber sie diesen Ausweis vorlegen darf oder wo sie den einsetzen darf, wollen wir eigentlich auch das EID-System denken. Der Bürger, die Bürgerin sollen selbst bestimmen, in welchen Fällen sie welche Informationen sie behördlich bestätigt weitergeben wollen. Daraus ergeben sich aus unserer Sicht die Möglichkeiten für sehr innovative Wirtschaftsprozesse, die damit umgesetzt werden können. Das ist ja auch so ein bisschen ein Leitthema dieser E-Government-Konferenz. Von heute Vormittag war, glaube ich, die Überschrift E-Government als Motor für die digitale Wirtschaft, beziehungsweise auch bei diversen Panels. Wir reden über digitale Transformation und schaffen die Digitalisierung nicht. Wir verstehen das, was wir hier vorhaben, eigentlich als Plattform, um darauf aufbauend digitale Geschäftsprozesse innovativ umzusetzen und abzubilden. Und für die Verwaltung staatliche Datensicherheit, so wie das hier steht, bezieht sich das nicht auf die IT-Sicherheit im eigentlichen Sinn, sondern gemeint ist damit, dass die Verwaltung hier ihre behördlich geprüften Informationen zur Verfügung stellt und weitergibt. Es sind aber natürlich auch für die Verwaltung entsprechend Vorteile und Potenziale darin enthalten. Es war schon angesprochen im Rahmen Entbürokratisierung, Deregulierung, das Thema Formulare, Online-Formulare. Es gibt auch bis 2020 das Vorhaben, das Recht auf eigene Daten für die Bürgerinnen und Bürger verpflichtend per Gesetz vorzusehen. Dem System wohnt natürlich inne Transparenz. Warum? Weil wenn ich Merkmale aus bestehenden Datenanwendungen öffentlicher Auftraggeber weitergeben kann, muss ich auch wissen, was dort
drinsteht. Das heißt, ich bekomme damit automatisch auch Zugriff und einen Zugang zu meinen Informationen, wie sie in den Systemen verarbeitet werden. Benutzerfreundlichkeit und technische Sicherheit, damit schließe ich ab. Das steht natürlich ganz groß im Vordergrund, wurde auch schon an mehreren Stellen gesagt, und nachdem auch die mediale Berichterstattung letzte Woche oder auch Anfang dieser Woche darauf eingegangen ist. Es wird natürlich Transaktionsprotokolle geben, wobei das Transaktionsprotokoll, das wirklich alle Informationen beinhaltet, mit wem habe ich wann interagiert und welche Merkmale weitergegeben, das wird nur dem Benutzer selbst zugänglich sein. Das ist auch explizit in dem Entwurf der E-Government-Gesetznovelle so vorgesehen und zieht sich natürlich auch durch die technische Architektur, die wir dem Ganzen zugrunde legen. Es wurde schon darauf eingegangen, wir haben hier keinen Zeitplan, keine Meilensteinliste oder sonst was Ihnen hergezeigt, so wie das zu Beginn Dr. Kanning erwähnt hat. Die Begutachtung ist an und für sich am 22. Mai abgeschlossen worden und wir unterliegen jetzt dem sogenannten freien Spiel der Kräfte im Parlament und hoffen nur das Beste. Dankeschön.